Leute, wirklich ein super Tag heute, wunderbares, fantastisches Wetter. Und ich habe heute mal eine andere Taktik. Ich werde jetzt mal hier in der Nähe eines Weges suchen. Also immer jetzt am Wegesrand, mal ein bisschen in den Wald rein, mal ein bisschen in die Büsche. Da habe ich letztens ganz gut Erfolg gehabt mit ein paar Münzen. Und das würde ich heute mal an anderer Stelle auch ausprobieren. Und ich bin wirklich gespannt, was wir heute finden, weil hier habe ich noch nicht gesucht, keine Ahnung. Wie gesagt, erstmal ein bisschen im Wald und dann sehen wir uns gleich mit den ersten Funden. So, ich habe mir übrigens mal eine Linse geschliffen und vor die Kamera montiert für die Nahaufnahmen. Ich denke, das funktioniert jetzt besser als beim letzten Mal. Man sieht jetzt, Boden ist unscharf, Objekt ist relativ scharf abgebildet. Okay, ich bin noch keine Minute unterwegs, 15er Signal und einen alten Knopf schon gefunden. Na, das fängt doch gut an. Super. Bin mal gespannt, welche Funde hier noch zum Vorschein kommen, weil ich gehe den Weg dann erstmal komplett hoch und dann auch auf dem Rückweg werde ich nochmal alles absuchen. Wird ein langer Tag heute. So, nächster Fund. Deckel einer Taschenuhr, vermute ich mal. Ach, cool, Wahnsinn. Bin mal gespannt, was hier so geht. Es liegt leider auch viel Schrott rum natürlich. Aber ab und zu auch mal ein gutes Signal. So, nächster Fund. Einen Löffel. Leider kaputt. Ich nehme mal mit, ich mache den mal sauber, vielleicht erkennt man irgendwas. Eine Marke, ein Print oder sowas. Naja, interessant, habe ich jetzt auch schon einige gefunden in letzter Zeit. Okay, weiter geht's. Oh Leute, super Fund, ich werde bescheuert. Eine wunderbare, super erhaltene Silbermünze. 10 Kopeken 1901, glaube ich, dass das Kopeken heißt. Wow, wow, wow. Wahnsinn. Schönes Wappen hinten drauf, mache ich dann nochmal sauber. Super geil wieder, meine Fresse. Das ist echt nicht wahr. Die war total dreckig. Ich dachte, oh, da steht nichts drauf, rubbel rüber. Und da kam das Silber. Ich werde wahnsinnig. Geil. Manometer. Weiter geht's. Vielleicht finde ich nochmal sowas Geiles hier. Wahnsinn. Cool. So, erstes Bleigeschoss. Die dürfen natürlich auch nicht fehlen. So Leute, und noch ein kleines Bleigeschoss hinterher. Ich denke, ich mache ein paar Minuten noch. Ich will ja erstmal nur so ein paar Sachen abgrasen, dann geht's weiter, nächste Stelle. Vielleicht ist das eine ganz gute Taktik heute. Mal schauen. So Leute, cool. Eine Sense gefunden. Ganz schönes Teil. Ah, ich muss die Lupe mal wegnehmen. Moment. So. Ganz schönes Teil, was? Wow. Der Sensenmann kommt. So, Leute. Noch ein altes Vorhängeschloss gefunden. Ich werde jetzt weitergehen. Nur ein paar Meter weiter auf die andere Seite. Da ist ein Stück Wiese. Und dann schauen wir mal, was da so geht. Also super. Bis jetzt hat sich's gelohnt. So, cool, Leute. Direkt an der Oberfläche. Das Bleigeschoss hier. Boah, was ein dickes Teil. Cool. Mitten auf dem Weg. So, nächster Fund, irgendwas vom Trecker, schätze ich mal. Rücklicht oder irgendeine Lampe halt. Hier oben ist auch direkt ein Acker. Ach so, Moment. Genau, klappt das nicht. Jupp. Da hinten Acker. Hier wunderschönes Plätzchen. Hier fließt ein Bach durch. Im Bach auch viele Signale, viele Schrotteisen. Aber hier suche ich mal ab. Das ist einfach wunderschön heute und die Ecke sieht einfach richtig gut aus. Da werde ich ein bisschen absuchen noch. Mal gucken, ob wir noch was Interessantes hier aus der Erde holen. So, nächster Fund. Wunderbar, keine Ahnung. Irgendeine Verzierung, wohl abgebrochen. Aber hochinteressant. Ich gehe mal ein bisschen so. Aber sehr interessanter Fund. Gefällt mir wirklich gut. Klasse. Mal gucken, sauber machen. Ein bisschen Verzierung wird drauf sein und vielleicht habt ihr ja eine Idee, was das sein könnte.
Da ist irgendwas abgebrochen, wahrscheinlich hier. Cool, okay. Weiter geht's. Oh, ja, Leute. Ich mache erstmal ein Päuschen. Es ist wunderbar hier, eine ganz ruhige Stelle. Jetzt bin ich ein paar Meter in den Wald rein. Oder in den Busch, besser gesagt. Vom Weg nur ein paar Meter weg. Einen Knopf habe ich hier noch gefunden. Und hier die Gegend, die suche ich jetzt mal genauer ab. Ja, jetzt trinke ich erstmal einen Kaffee. Und dann geht's weiter. Es ist wirklich super Wetter, warm geworden. Einfach klasse. Und ich habe noch ein paar Stunden zu suchen. Deswegen geht's gleich weiter. So, nächster Fund direkt an der Oberfläche. Moskitenkugel. Ups. Ja, schön. Aber ein Münzlein wäre mal nicht schlecht wieder. Ein Münzlein. Naja, vielleicht habe ich ein bisschen Glück und finde noch eine. So, hier die ganze Palette an Bleigeschossen oder anderen Geschossen, die ich hier gefunden habe. Schon ziemlich krass, muss ich sagen. Kein Knopf oder so, nur Geschosse. Tja. Naja, ich gehe jetzt wieder zurück auf den Weg. Gehe noch den Weg hoch und auf dem Rückweg auf der anderen Seite. Da wird bestimmt noch ein bisschen was kommen. Okay, bis später. So, nächstes Schloss gefunden. Das zweite heute. Vielleicht kann man mich auch langsam den Schlosser nennen oder so. Puh, okay. So Leute, ich hatte jetzt eine Signale von diesen Dingern hier, so Zeltplane oder Plane irgendwas. Das ist die zweite. Und dann ein paar Meter weiter. Juhu, Münze. Wir haben hier, muss mal gucken, dass ich das mal ins rechte Licht kriege, ja. 10 Reichspfennig von 1936. Wunderbar, sehr schön erhalten, gefällt mir sehr gut. Klasse. Und die zweite Münze. Cool. Auf dem Rückweg. Und vielleicht habe ich ja nochmal Glück. Oh Mann, richtig cool, Leute. 2 Meter weiter, 10 Reichspfennig von 1942, glaube ich. Super, klasse. Ja, und das alles auf dem Rückweg. Das gefällt mir sehr gut. Da bin ich doch mal gespannt, ob wir hier noch mehr rausholen. Wow, bin jetzt erst 5 Meter gelaufen. Geil. So, Leute, und schon wieder ein paar Reichspfennig aus dem Dritten Reich. 5 Reichspfennig diesmal. Geben einen ziemlich üblen Ton, aber ich grabe jetzt hier alles, was hier mir unter die Spule kommt. Hier könnte sich mein nächster Hortfund ankündigen. Da bin ich mal gespannt. Bis gleich. So Leute, cool, nächster Fund. Ein Messer. Leider total hinüber, schade. Dennoch sehr interessanter Fund, vielleicht weil man hier irgendein Lager oder so. In dem Bereich hier. Mal schauen, mal schauen. Es ist wohl keine Inschrift drauf, nichts zu lesen. Weiter geht's, ganz einfach. Alles graben, was kommt. So Leute, Spitzenfund wieder gemacht. Alles hier 2 Meter vom Weg weg. Das ist der Wahnsinn. Achtung. Geil, oder? Ein Knopf. US Armee 47. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Jahr ist oder... Nein, das kann nicht sein. Keine Ahnung. Wahrscheinlich die Einheit. Geiler Fund. Super erhalten. Hinten abgebrochen oder es war irgendwie eingesteckt. Keine Ahnung. Super geil. Super genial. Was eine geniale Stelle hier. Die ist wirklich... Nicht wirklich groß, aber hier suche ich schon alles ab. So, nächstes Signal. Ein Löffel. Leider auch wieder nur die Hälfte. Aber irgendwie habe ich bald ein ganzes Servier zusammen. Wenn ich hier alles mal zusammenschweiße. Wunderbar, wunderbar. Hier muss irgendwie ein Lager gewesen sein. Hier müssen die Leute sich aufgehalten haben. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Bin ich mal gespannt, ob ich noch mehr von solchen Dingen hier finde. Aber langsam ja, verdichtet sich so der Verdacht, dass es so gewesen sein kann. Ja, hallo Leute. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich habe Bärenhunger. Ich muss jetzt endlich mal was essen.
Super erfolgreicher Tag, schöne Funde gemacht. Die ganze Palette, das mag ich ja am liebsten, wenn man die ganze Palette findet. Also Münzen, schöne Knöpfe und andere interessante Sachen wie die ganzen Besteckteile zum Beispiel. Und super klasse Tag, gute Funde, hat mir richtig Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute.